Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen beim Meal Club. Ich bin's wieder, Doro, und wir machen heute einen Kartoffelsalat zusammen. Der ist super, denn es ist Sommer und es wird überall gepicknickt und gegrillt und Leute feiern Gartenpartys und Dachterrassenpartys und man wird eingeladen. Und ich verspreche euch, wenn ihr diesen Kartoffelsalat mitbringt, damit werdet ihr Eindruck schinden. Also los geht's! Wir machen als allererstes eine Marinade. Und zwar haben wir dafür Rapsöl, Senf, ein bisschen Zucker und Cornichons, und ich habe das Wasser von denen aufgehoben, also das Essigwasser von den Essiggurken, und das werden wir alles hier vermischen. Wir nehmen Rapsöl hierfür, Olivenöl wäre zu stark, und Senf, Zucker und das Essigwasser. Ich mache schon mal ein bisschen Salz und Pfeffer auch in die Soße, in die Marinade. Und dann werden wir natürlich später nochmal nachwürzen, wenn alles zusammen ist. Den Pfeffer habe ich hier mit dem Mörser zerstoßen, ganz frisch. Das finde ich immer am besten. Und das wird jetzt schön verquirlt. Die Marinade ist fertig, die stellen wir jetzt erstmal zur Seite. Und jetzt habe ich hier schon mal Kartoffeln gekocht und auch geschält. Und die werden wir jetzt ganz, ganz klein schneiden. Ich mag das gerne, weil nämlich, wenn alle Zutaten ganz klein geschnitten sind, später man einfach mit dem Löffel das so essen kann und man hat den ganzen Geschmack im Mund. Man hat alles auf einem Löffel und wenn die Zutaten groß sind, dann geht das nicht. Aber natürlich könnt ihr das machen, wie ihr wollt. Und wenn ihr die Kartoffeln lieber groß haben wollt, große Stücke, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann macht ihr das einfach. Los geht's! Die Kartoffeln sind fertig geschnitten. Als nächstes werde ich mich um die Äpfel kümmern. Ihr denkt jetzt vielleicht, Kartoffelsalat, Äpfel? Aber ja, der ist nämlich super lecker, der ist total frisch und ohne Mayonnaise. Das habt ihr vielleicht auch gemerkt, was ich persönlich gut finde, weil ich finde Mayonnaise immer ein bisschen... Ist zwar lecker, aber ich mag das auch, wenn es ein bisschen leichter ist und der wird super schmecken. Verlasst euch drauf. Also. Der Apfel wird in genauso kleine Stücke geschnitten wie die Kartoffeln. Und ihr habt eben gesehen, ich habe den so an den vier Seiten abgeschnitten, weil da muss man nicht so das Kerngehäuse daraus friemeln. Das mache ich immer ganz gut. Ihr seht jetzt von der Menge her, es ist ungefähr das Verhältnis Apfel zu Kartoffel, ist so ein Drittel bis die Hälfte Apfel von der Menge, die wir an Kartoffeln haben. Das ist aber nicht in Stein gemeißelt. Ihr macht das einfach, wie ihr das möchtet. Wenn ihr ein bisschen mehr Apfel haben wollt, dann nehmt ihr mehr. Und wenn ihr weniger wollt, dann nehmt ihr weniger. Als nächstes schneiden wir unsere kleinen Cornichons. Die kommen nämlich auch noch dazu. Die gehören ja ganz klassisch in den Kartoffelsalat. Die Cornichons sind fertig geschnitten. Und ihr seht vom Verhältnis her, von der Menge, ja, dass es ein bisschen weniger ist, als wir Apfel haben. Und so soll es sein. Was im Kartoffelsalat natürlich nicht fehlen darf, sind Zwiebeln. Ich habe mich jetzt für rote entschieden, weil die ein bisschen sanfter sind. Und die werden auch in kleine Stücke geschnitten. Und zu guter Letzt habe ich noch eine Knoblauchzehe. Und die wird ganz fein gehackt. Jetzt ist alles fertig geschnitten. Wir geben das aber nicht einfach zur Marinade, denn mir sind rohe Zwiebeln immer ein bisschen zu heftig und deswegen werden wir die zusammen mit dem Knoblauch erstmal hier in einem kleinen Topf anschwitzen. Ich habe jetzt ein ganz kleines bisschen Öl in den Topf erhitzt und da kommen die jetzt rein. Nur bei ganz niedriger bis mittlerer Hitze. Ich will nicht, dass die braun anbraten, sondern die sollen einfach ein kleines bisschen anschwitzen, damit die milder sind danach. Ihr seht, die Zwiebeln sind leicht glasig und genauso sollen die sein. Mehr braucht es gar nicht. Jetzt sind alle Zutaten bereit und jetzt werden wir die hier in der Marinade in der großen Schüssel mischen. Und das machen wir aber vorsichtig, denn wir wollen ja kein Kartoffelpüree haben. Und da die Kartoffeln gekocht sind und schon ein bisschen weich, müssen wir da ein bisschen drauf aufpassen.
Als krönenden Abschluss gibt es noch ein bisschen Schnittlauch. Den werde ich ganz fein hacken und oben drüber geben. Das passt einfach perfekt dazu, geschmacklich. Und ich finde es auch immer schön, wenn Essen schön bunt ist. Sieht super aus. Der Kartoffelsalat ist jetzt fast fertig. Wir müssen jetzt natürlich noch abschmecken und gucken, ob noch was fehlt. Schmeckt schon mal sehr gut. Aber es fehlt ein ganz kleines bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Säure. Wenn das bei euch auch so ist, dann könnt ihr das ganz einfach beheben, indem ihr ein bisschen Zitrone dran macht oder ein ganz kleines bisschen Essig. Ich habe eine Limette und ich mache so den Saft von der halben noch da dran. Schaut euch das an, so sieht er aus und den werde ich jetzt noch mal kosten. Genau so soll er sein. Den könnt ihr jetzt sofort essen, was ich vielleicht machen werde. Oder ihr lasst ihn einfach noch ein paar Stunden durchziehen und dann ist er richtig, richtig gut. Also macht ihn nach und sagt uns unbedingt Bescheid, ob ihr damit Erfolg hattet und vor allem auch wie er geworden ist und euch geschmeckt hat. Ich bin sehr gespannt. Also macht's gut und bis bald. Tschüss!